Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zur englischen Woche. Der Teil 1 von 2 steht an. Die Spiele, die am Dienstag zu sehen sind, habt ihr einmal hier im Überblick. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Es ist alles sehr kurz gehalten. Und die letzte Prognose, vor allem mit FIFA 18, kommt ja jetzt auch FIFA 19 raus. Deswegen sage ich das einfach mal dazu. Es ist wenig Zeit gewesen. Englische Woche ist immer echt relativ anstrengend. Aber naja, viel Spaß beim Zuschauen. Bedenkt, ich bin kein ausgebildeter Kommentator. Sprachfehler sind immer mal wieder dabei. Aber jetzt geht's los mit der dritten Liga. Viel Spaß dabei. Und tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Der zweite Teil der englischen Woche kommt dann natürlich morgen. Die beiden Absteiger aus der zweiten Liga sind im Drittliga-Alltag angekommen und beide stecken unten tief erstmal in der Tabelle drin. Das sollte sich hier ändern für eines der beiden Teams, Kaiserslautern mit der besseren Anfangsphase. Timmy Thiele auf Löhmannsröben, der erste Abschluss, Walzweg war aber dazwischen. Es war wirklich bislang eine schwierige Saison für Kaiserslautern, so oft geführt und so oft noch den Sieg spät aus den Händen gegeben. Braunschweig konnte das letzte Heimspiel immerhin gewinnen. Dann gegen Würzburg ein 1:1, das war okay und hier wollten sie nachlegen und das taten sie. 16. Minute, Manuel Janzer, super Abnahme mit dem linken Fuß, hämmert er ihn rein, keine Chance für Wolfgang Hesel. Und nochmal vor der Pause Braunschweig, Fürstner muss hier eigentlich schon auf 2:0 stellen. Diesmal ist der Routinier da, der Sievers-Vertreter ist auf seiner Position. Stefan Fürstner muss es hier aber dennoch einfach zustande bringen. Zweite Situation dann von Fürstner. Diesmal ist Putaro aber derjenige, der abschließt. Und das ist auch besser so. 32. Minute Pausenführung für Braunschweig. Sehr wichtig. Im zweiten Durchgang wurde aber Kaiserslautern deutlich stärker. Der erste Ansatz dann hier, aber Marcel Engelhardt noch ohne Probleme. Weiterhin Kaiserslautern, Timmy Thiele. Der Treffer sollte bis dato noch nicht fallen. Sie geben aber jedoch nicht auf in dieser Situation. Wichtig, ein wichtiges Zeichen. Und dann Löhmannsröben wird da weggefault, aber Zuck nimmt den Ball an und in der 87. macht er das 2:1, aber es kam zu spät. Lautern hätte sich den Punkt sicherlich noch verdient gehabt im zweiten Durchgang, am Ende aber steht das 2:1 da und der nächste Rückschlag. Trotz einer ganz guten Verfassung momentan von Lotte stehen die Sportfreunde noch immer unten im Tableau. Tief drin, aber ein Sieg heute gegen Jena könnte da sicherlich etwas Abhilfe leisten. Jena aber auch sehr gut mittlerweile in der Saison drin. Tabellenplatz in der Mitte steht momentan fest und der erste Abschluss kam hier von Österhellweg, aber der war noch zu harmlos. Jena am Ende ein 3:2, verdient gegen Kaiserslautern, erzwungen. Hier waren sie aber nicht gut in Verfassung. Jules Reimering, nach 11 Minuten hätte Lotte schon klar hier das Ding machen müssen. Es sollte aber noch nicht sein. Glück für Joe Coppens, dass der hier nicht aufs Tor kam. Und vor der Pause dann mal ein Zeichen. Erlbeck aber mit dem zu schwachen Abschluss in Richtung Lotta-Tor. Im zweiten Durchgang dann wieder Lotte besser. Und jetzt konnten sie sich auch belohnen. Gerrit Wehkamp, Neuzugang aus Aalen mit dem ersten Treffer für seinen neuen Verein. Stunde gespielt, die verdiente Führung für Lotte. Und sie wollten noch einen drauflegen. 90. Minute. Es passierte lange nichts, aber dann dieser Treffer und die Entscheidung. Österhellweg 2:0 in der 91. Spielminute. Damit war klar, Lotte würde gewinnen. Doch Jena hatte Moral und Jena hatte nochmal Treffer. Manfred Starke mit dem Ding in der 94. Minute. Das kam aber zu spät. Lotte gewinnt und verschafft sich damit Luft unten im Abstiegskampf. Sicherlich sehr wichtig für Moral, Leib und Seele. Trotz des 1:1 grüßt Würzburg weiterhin von weit oben aus der Tabelle. Der SV Meppen steht an Tabellenplatz 20 und war dementsprechend hier in der Außenseiterrolle. Und Würzburg wollte von Beginn an klar machen, dass die Punkte hier im Frankenland bleiben. Die erste Möglichkeit aber ganz knapp vergeben. Knappe halbe Stunde gespielt, weiterhin Würzburg. Dann Gnase mit dem Abschluss, das war aber zu harmlos. Domaschke mit der ganz einfachen Parade. Und dann meldete sich vor der Pause auch mal der Gast. Das ist Wagner. Wagner trifft aber nur das Außennetz. Muss er vielleicht in der Mitte den Mitspieler sehen? Dann wäre es die Pausenführung gewesen. Die wäre zwar unverdient, aber sicherlich gerne genommen worden. Dann im zweiten Durchgang wachten die Meppner noch mehr auf. Granatowski, Ball von Schuppern, unglücklich abgefälscht und das 0:1. 55. Minute, die Meppner führten und die Fans der Würzburger Kickers konnten es nicht fassen. Jetzt eine knappe Stunde gespielt. Orhan Ademi macht es erst gut und dann schlecht.
dieser Abschluss. Eine Leichtigkeit für Domaschke. 5 Minuten abermals später. Diesmal Max Wegner mit dem zweiten Treffer. Zweiter Abschluss im zweiten Durchgang für die Gäste und eben auch der 2-0-Vorsprung dann. Vor dem Ende gab es noch mal eine Möglichkeit, Mast mit dem Abschluss, aber mehr kam dann nicht. Würzburg vergab zu viele Möglichkeiten, besonders in der ersten Halbzeit. Hätten sie hier alles klar machen müssen und so gewinnt der Tabellenletzte und macht damit ganz wichtige Punkte unten im Tabellenkeller schon mal vorzeitig fest. Die letzten beiden Wochen nach der Länderspielpause liefen für Wien exzellent. Zu Hause mit einem 3-0 gewonnen und dann letzte Woche bzw. am letzten Wochenende mit 2-1 gegen 1860 München. Und hier starteten sie gegen Groß-Asbach richtig gut rein. Mvroza mit der ersten Möglichkeit nach 11 Minuten. Die Sonnenhof Groß-Asbach hatte hier noch Glück, dass der Treffer noch nicht da war, denn die Hausherren bestimmten diese Partie ohne Probleme. Nur wenig später die nächste Möglichkeit, Schwadorf. Scheitert aber am überragend reagierenden Kevin Broll. Der fragte mal seine Vordermänner, was denn da los sei. Aber Wien ging zu fahrlässig mit diesen Möglichkeiten um. Etwa eine halbe Stunde jetzt gespielt, dann kam Wien und dann trafen sie auch. Stefan Andres, 4. Saisontor bereits. Und das hochverdiente 1-0 für die Gastgeber. Sie wollten noch nachlegen und im zweiten Durchgang gerade mal 3 Minuten gespielt. Schäffler legt auf und Brandstätter völlig frei für Broll. Und das 2-0, das schon so gut wie die Vorentscheidung bedeutete, dachte man zumindest, aber dann wachte Sonnenhof Groß-Asbach mal auf. Hercher macht das ganz einfach, viel zu einfach und Owusu steht richtig, 63. Die Partie wurde vom Stand her zumindest nochmal heiß gemacht, doch das wollte wenig auf sich sitzen lassen. Nur wenig später Tietz Rivero mit der Vorlage und Schwadorf machte dann alles klar. Nach 66 Minuten war diese Partie dann endgültig entschieden, die Moral von Groß-Asbach war gebrochen und ein hochverdienter Sieg für Wien Wiesbaden, die damit weiter auf der Erfolgswelle reiten können. Viele Punkte fehlen für Rostock nach oben, eigentlich nicht, aber in den letzten Wochen ist man dennoch nicht so ganz zufrieden mit den Resultaten, die man einfahren konnte. Jetzt sollte Preußen Münster geschlagen werden, die waren aber zuletzt gegen Cottbus mit 3-0 erfolgreich. Rostock startet hier aber richtig gut rein, 3 Minuten gerade mal von der Uhr und die Riesenmöglichkeit, die eigentlich schon das Ding hätte bedeuten müssen. Ellbogen war im Spiel, es gab aber keinen Strafstoß. 10 Minuten vor der Pause weiter in Rostock. Sibi Supu mit dem eigentlich gut angesetzten Kopfball, der aber minimal über die Querlatte hinwegging, sodass es weiterhin zur Pause 0-0 stand, dachte man. Und dann kam das. Erster Torschuss für Preußen Münster, Fabian Menig mit dem 0-1. Es war nicht zu glauben für Johannes Gelios, der war absolut verdient. Ein Torschuss von Preußen Münster und ein Treffer. Rostock mit dieser Chancenverwertung würde es hier 5-6-1 stehen. Auch im zweiten Durchgang zog sich das weiterhin durch. Schulze Niehus mit dieser fantastischen Parade und trotzdem muss der natürlich drin sein. Unglaubliche Aktion in diesem Spiel. Königstan, Viertelstunde vor dem Ende im Pech, trifft die Querlatte und Rostock schien zu verzweifeln am Keeper, an den eigenen Nerven und auch dann letztendlich am Gehäuse. 10 Minuten vor dem Ende. Breyer legt nochmal zurück und Riedel mit der letzten Möglichkeit. Es sollte nicht mehr sein für Hansa Rostock, die wirklich eine klasse Partie ablieferten. Einzig und allein der Treffer fehlte und so entführt Preußen Münster wie auch immer hier die 3 Punkte aus dem Ostseestadion. Gegen Sandhausen konnte der 1. FC Köln endlich mal wieder zu 0 spielen und damit waren sie absolut zufrieden und das konnten sie auch sein. Am Dienstag kam dann der FC Ingolstadt, der zuletzt Stefan Leitl entließ und der Schanzer-Club war nicht wirklich gut in der Partie. Die Traineränderung hatte also noch keine Spuren hinterlassen. Nach 6 Minuten die erste Möglichkeit, Simon Terodde, das war aber noch etwas zu ungenau. Viertelstunde knapp von der Uhr, dann auch mal FC Ingolstadt. Röcher mit dem Ball, der rutscht irgendwie durch zu Kittel und der muss es machen. Hier ist Timo Horn mit einer klasse Reaktion da und trotzdem aus so einer Distanz darfst du dem Keeper einfach keine Chance lassen. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt, Köln mit Luis Schaub gefährlich, Clemens und Hector. Da fehlt wirklich nur ganz wenig. Köln hätte es zur ersten Halbzeit schon klar machen können. Zumindest der ein oder andere Treffer wäre drin gewesen.
Es sollte noch nicht sein. Anfang der zweiten Halbzeit dann. Ciro Guirassy legt zurück. Hector läuft clever auf den ersten Pfosten und schiebt dann ein. Ohne Probleme. 57. 1:0 für den ersten FC Köln. Doch der FC Ingolstadt gab sich nicht auf. Das ist auf dem zweiten Pfosten Pledel. Aber mit dieser Rückgabe kann man einen Timo Horn logischerweise nicht außer Gefecht setzen. Doch sie setzen nochmal nach. Matip mit der Vorlage und Kittel jetzt mit dem Ausgleich. 78. Spielminute, sein zweites Saisontor. Wichtig für Ingolstadt und für die Moral. Es gab aber nochmal Eckstoß für Köln in der letzten Minute. Das ist Sobich. Neuzugang. Scheitert hier aber und lässt damit den Sieg liegen. Marco Knaller, der beim 0:1 gegen St. Pauli nicht gut aussah, ist dazwischen und rettet FC Ingolstadt den Punkt. Köln mit diesem 1:1 sicherlich etwas enttäuscht am Ende des Tages. Bochum gab am Ende gegen Kiel in der letzten Minute noch einen Dreier sicher geglaubt noch her und ja, das war im Endeffekt auch verdient. Hier war es eine spektakuläre Partie von Anfang an. Dresden zuletzt 4:1 gegen Darmstadt. Hier kassierten sie aber erstmal einen ganz frühen Gegentreffer. Sebastian Mayer behält die Nerven. 7. Minute, es ging Schlag auf Schlag. Das ist Robert Tesche in der 7. Minute mit seinem zweiten Saisontor und Dresden dachte man, die würden jetzt aufstecken, aber sie hatten die Rechnung ohne die 11 von Mike Walpurgis gemacht. Nicolaou nach 27 Minuten brachte er sein Team wieder ran. Sein erstes Saisontor, keine halbe Stunde gespielt und die Partie war wieder absolut offen. Doch der VfL Bochum kam nochmal vor der Pause. Tom Weiland, super Flanke und Meier steht da und macht seinen Doppelpack. 40. Spielminute, es stand 3:1. Der alte Abstand war wieder hergestellt, aber Hämmelein darf sich da so sicherlich nicht verschätzen. Aber auch so, wie sich die Abwehrmannschaft von Bochum hier präsentiert, darf man sicherlich nicht agieren. 48. 3:2 und die Partie war wieder offen. Es ging Schlag auf Schlag, wie bereits erwähnt. Stunde jetzt gespielt. Meier mit der Flanke. Lozia, der nächste Treffer. 61. Minute, sein zweites Saisontor. Schubert konnte es nicht fassen und alle Fans waren hier wirklich gut bedient. 88. dann Philipp Heise. Philipp Heise machte es nochmal spannend. Eine Minute vor dem Ende, sein zweites Saisontor, aber es sollte nichts mehr bringen. Ein 4:3 auf spektakulärste Art und Weise verliert Dresden hier dieses Spiel. Nicht verdient im Endeffekt, aber auf jeden Fall unterhaltsam und so auch im Endeffekt verkraftbar. Der erste FC Union Berlin ist noch immer geschlagen in der zweiten Bundesliga, aber stehen auch erst 2 Siege zu Buche und das sollte sich jetzt gegen Holstein Kiel aus eigener Sicht ändern. Und sie starteten hier gut rein, 5 Minuten gerade mal gespielt, Riesenmöglichkeit für Akaki Gogia, aber Kronholm rettet hier mit einer Klassetat erstmal das 0:0. Und Kiel, die im letzten Moment gegen Bochum noch ausgleichen konnten, starteten hier so rein. Erster Torschuss, 16. Minute, 1:0 für die Gäste. Kingsley Schindler, am Wochenende fehlte er noch. Jetzt war er wieder dabei und zeigte, warum er so wichtig ist. Aber Union Berlin wollte nach vorne spielen, das sah man. Und das taten sie dann auch erfolgreich. Akaki Gogia, drittes Saisontor, 23. Spielminute. Es deutete sich das nächste Spektakel an diesem Spieltag an. 34. Minute, Eckstoß von der linken Seite, Lee tritt den rein. Und Serra mit der Klasseabnahme, aber Gikiewicz ist im gefährdeten Eck und pariert das dann. Vor der Pause nochmal Union Berlin. Das ist Hartl. Marcel Hartl legt den zurück und Felix Groß mit dem 2:1. 42. Spielminute. Eine tolle Partie mit Toren in Hülle und Fülle. Es ging im zweiten Durchgang gut weiter. Stunde jetzt gespielt. Anderson mit der Vorlage. Marcel Hartl und jetzt macht er selber einen Treffer. 61. Die Kieler Fans konnten es nicht fassen, nach 0-1, 3-1 hinten, doch sie steckten nicht auf. Lee mit der klasse Vorlage, Schindler und dann Serra, zweites Saisontor, zuletzt gegen seinen Ex-Club Bochum auch getroffen. In der 68. machte er das Ganze hier nochmal heiß und Kiel kam. 73. das ist Lee mit dem 3:3, aber es war abseits. Die richtige Entscheidung, die Videobeweise brauchten wir nicht. Die Bilder hatten es klar belegt und eine Viertelstunde vor dem Schluss machte dann Anderson alles klar. Bitter für Kiel, die hier sicherlich das 3:3 auch verdient gehabt hätten. Aber so gewinnt Union Berlin zum dritten Mal in dieser Saison und trifft dabei direkt 4-mal. Über die Verteidigung dennoch muss man sich sicherlich auch in der Hauptstadt noch Gedanken machen. Darmstadt war zuletzt noch die beste Verteidigung der Liga, dann hagelte es aber ein 4:1 bei Dynamo Dresden. Bielefeld
schlug sich beim 1:1 gegen Union Berlin souverän, aber trat auch teilweise etwas tollpatschig auf. Und das war hier ein überragender Beginn der Lilien. 11. Spielminute, Tobias Kempe mit einer sensationellen Abnahme. Keine Chance für Ortega, den zu halten. Aber Bielefeld wachte dann auf. Prietl, Vogelsammer, Fernandes dazwischen. Vogelsammer, der Einzige, der nachsetzt. Und es stand dann auch 1:1. Drittes Saisontor. Und Arminia Bielefeld war zurück in dieser Partie. Doch Darmstadt richtig heiß auf diese Partie. Dursun holte sich die Pille wieder. Und Ortega Moreno ist der Einzige, der in dieser Situation das Tor noch verhindern konnte. Und das tat er auch mit einem klasse Reflex. Wehrte er den Ball zum Eckstoß ab. Vor der Pause nochmal Darmstadt. Kempe auf Marcel Heller. Und das war das 2:1. Dritte Saisontor auch für ihn. Der Gästeblock verstummte für einen kurzen Augenblick. Dann wachten sie aber auch wieder auf. Es war eine tolle Partie. 56. Minute Darmstadt. Kempe legt zurück. Und Dursun hat Glück, dass Börner abfällt. Und es stand 3:1 nach 56 Spielminuten. Fragwürdig, ob der auch ohne Abfälschung drin gewesen wäre. 68. Bielefeld steckte nicht auf und Klos. Um ein Haar macht er hier das 3:2 und dann hätten sie noch über 20 Minuten Zeit gehabt, das nochmal richtig scharf zu stellen und spannend zu machen. So kamen sie erst in der 90. Minute nochmal zu einem Tor. Fabian Klos, auch sein drittes Saisontor, aber es reichte nicht mehr als zur Ergebniskosmetik. Darmstadt gewinnt im Endeffekt etwas schmeichelhaft mit 3:2, aber Bielefeld in der Abwehrmannschaft wieder etwas zu anfällig. Im Weserstadion traten am Dienstag um 18.30 Uhr zwei noch ungeschlagene Teams an. Hertha BSC mit 3 Siegen und einem Unentschieden noch etwas besser im Tableau zu finden als Bremen. Und die Gäste starteten hier gar nicht verkehrt. Dil Rojun muss hier eigentlich nach 3 Minuten das 1:0 machen, schießt aber Pavlenka den Ball direkt in die Hand. Nach 12 Minuten dann auch mal der SV Werder. Schöne Schusstechnik von Florian Kainz. Der Österreicher hat hier aber etwas Pech. Den trifft er nicht präzise genug, sodass der Ball am Kasten vorbei streifte. Vor der Pause nochmal die Gäste. Ibisevic durchgesteckt aufs Gelbrett. Und das war wirklich dann auch wieder Pech oder auch etwas Unvermögen. Eine Kombination aus beiden wird diesen Fehlschuss sicherlich erklären, aber nicht entschulden. Im zweiten Durchgang kam dann nämlich Martin Harnik und machte es besser. 52. zweite Saisontor für den Ex-Hannoveraner und keine Chance für Jahrstein aus der Distanz, den dann zu parieren. Berlin drohte die erste Niederlage und Bremen machte erstmal gut weiter. Wollte nicht wie gegen Nürnberg kurz vor Schluss das 1:1 noch kassieren. Dementsprechend war es wichtig, hier eigentlich nachzulegen. Kruse muss das machen, versäumt es aber hier gegen Jahrstein. Eine Viertelstunde vor dem Ende wurde Hertha nochmal richtig heiß. Kalou, aber Pavlenka mit einer überragenden Tat hält hier erstmal seine Mannschaft im Spiel. Doch Berlin war weiterhin dran und glaubte an den Punkt. Das ist Arne Meier gegen Pavlenka, die Situation noch nicht geklärt. Gebrselassie, Augustinsson verliert den Ball. Meier trifft dann nur das Ausnetz. Eine super Partie. Am Ende hätte keine Mannschaft den Sieg verdient gehabt. Bremen gewinnt mit 1:0 und fügt Hertha damit die erste Niederlage in der Saison zu. Aber wenn Hertha so weiterspielt, werden sie trotzdem immer weiter ein gutes Wort oben mitreden können. Der FC Bayern München traf am Dienstagabend auf den FC Augsburg und die Fuggerstädter kassierten eine bittere Pleite am Wochenende gegen den SV Werder Bremen. Hier hatten sie aber Selbstbewusstsein und trafen auch das erste Mal in Richtung des gegnerischen Tores. Neuer etwas verunsichert, Moravec mit dem Abschluss. Er wusste nicht, ob Süle noch dran ist und dementsprechend eine kleine Verunsicherung bei Manuel Neuer. Bayern machte hier etwas Stromsparmodus. Die erste Möglichkeit nach 20 Minuten von Robert Lewandowski, aber zu harmlos. Halbe Stunde jetzt gespielt, Ribéry mit dem nächsten Schuss. Giefer, der Unglücksrabe vom Wochenende, machte seinen Job hier aber gut. Jetzt war er nach 36 Minuten gegen James Rodriguez, aber ohne Chance. Er ärgerte sich, klar, hätte gerne mal zu Null gespielt nach seiner Vergangenheit in der Bundesliga, aber da konnte er wirklich nichts machen. Stunde jetzt gespielt im zweiten Durchgang. Thiago ist das, hat aber Pech, weil Giefer das klasse macht. Da muss man dann auch mal den Respekt aussprechen. Kommt er gut raus und verhindert das 2:0. Auf der anderen Seite dann wiederum diese klasse Tat wieder aus seiner Hand geführt. Keine Chance für Goretzka dagegen anzukommen. Auf der anderen Seite hätte es vor der 80. Minute noch der Ausgleich sein können. Aber die Augsburger versäumten es, ihre wenigen Möglichkeiten in Tore umzumünzen. Bayern im Stromsparmodus zum Arbeitssieg und gewinnt mit 1:0. Am Freitag geht es dann gegen Hertha.
Hannover 96 macht in dieser Saison eigentlich vieles richtig, konnte sich aber bislang noch nicht mit einem Sieg belohnen. Hoffenheim steht aber auch unter den Ansprüchen im Tabellenmittelfeld nach 4 Spieltagen. Die bessere Anfangsphase gehörte Hannover 96. Nach 5 Minuten das 1:0 durch Pirmin Schwegler, Ex-Hoffenheimer, macht hier das frühe Führungstor für die Gastgeber. Nach 10 Minuten aber Hoffenheim auch das erste Mal richtig vorstellig im gegnerischen Strafraum. Joel Linton, gegen Dortmund hatte er noch getroffen. Hier zwirbelt er den Ball haarscharf am Kasten vorbei. Esser wäre wohl ohne Chance gewesen. Sie drückten auf den Ausgleich. Joel Linton liegt ab und Florian Grillitsch trifft dann zum 1:1. 17. Spielminute mittlerweile war das auch verdient. Schön unten reingepölt, keine Chance für Esser. Etwas mehr als eine halbe Stunde gespielt. Hannover immer wieder mit gefährlichen Angriffen. Schwegler, Bebu steckt durch und Füllkrug ist vorm Kasten eisig kalt. 34. Minute, 2. Saisontor für Niklas Füllkrug und lässt Baumann in dieser Situation mal wieder keine Chance. Wir springen in den 2. Durchgang. Das ist wieder dieser Füllkrug. Klasse Schuss. Ärgert er sich. Das hätte das 3:1 schon sein können. Hoffenheim wollte ausgleichen. Brinett macht es eigentlich viel zu kompliziert und Joel Linton dann zu überhastet. Kein Problem für Esser. Und es ging dann negativ weiter für Hoffenheim. 69. Minute. Handspiel von Vogt im Strafraum. Es gab Strafstoß. 69. Die Chance für Füllkrug zum Doppelpack. Er machte es und setzte auf diese Partie den Deckel. Hoffenheim konnte sich von diesem Tor nicht mehr erholen und damit gewinnt Hannover 96 das erste Mal in dieser Saison mit 3:1. Nicht unverdient, aber Hoffenheim steht damit weiterhin eher negativ da. Der FC Schalke 04 wartet noch immer auf den ersten Saisonsieg. Jetzt sollte es gegen den Sportclub Freiburg soweit sein. Die konnten aber in der letzten Woche beim VfL Wolfsburg auf ganzer Linie überzeugen. Die erste Möglichkeit hatten hier aber die Gäste. Nach 3 Minuten ist das Alessandro Schöpf, der an Schwolo scheitert. Und der Freiburger Hintermann macht hier ein Riesending und verhindert damit den frühen Rückstand der Breisgauer. Der SC Freiburg meldete sich dann auch nach vorne mal zu Wort. Waldschmidt mit der Flanke und Franz mit der Abnahme gegen Wolfsburg getroffen und jetzt macht er in der 12. Minute sein 2. Saisontor. Klasse Flanke aber auch von Waldschmidt, der den verletzten Salai vertrat. 35. Minute, Fehler von Kübler. Embolo clever in die Mitte gelegt und Marc-Uth war da. Der Ausgleich war 10 Minuten etwa vor der Pause geschaffen. 1. Saisontor für den Neuzugang aus Sinsheim. Da war auch sicherlich etwas Frust dabei. 10 Minuten jetzt im 2. Durchgang gespielt. Nils Petersen mit dem Abschluss. Aber für Fährmann, der da zwar schön fliegt, aber ist das eigentlich im Prinzip eine leichtere Aufgabe. Nach einer Stunde muss hier Uth eigentlich rüberspielen zu Embolo. Unglaublich, dass er das versaut. Bitter. Und es hätte bitterer sein können. Diese Möglichkeit erstmal von Uth. Wieder vergeben. Caligiuri, dann Burgstaller. Schwolo mit der Parade und Marc Uth macht es dann doch wieder sauber. Seine Situation, seine Fahrlässigkeit wird nicht bestraft. In dieser Situation macht er erstmal das 2:1. Freiburg kam noch ein einziges Mal, aber Caligiuri, der Ex-Freiburger, grätscht rein und entlastete seinen Schlussmann. So gewinnt Schalke zum ersten Mal in dieser Saison und das mit 2:1 beim Sportclub aus Freiburg. Etwas schmeichelhaft, aber auch so ein Sieg muss einfach mal drin sein. So, das war die erste Prognose zum englischen Spieltag unter der Woche. Wie gesagt, alles etwas kürzer gefasst, weil ich wenig Zeit habe und viele Spiele, extrem viele Spiele. Ich mache ja alle 3 Ligen, weil ihr das immer gerne sehen wollt. Da bedanke ich mich natürlich auch vielmals für. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo auf jeden Fall freuen. Ansonsten tippt gerne mit in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal oder besser gesagt bis morgen zum zweiten Teil der englischen Woche. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.